Ja, hi. Mein Name ist Jan-Tarek Butt. Ich werde heute 3D-Virtualisierungstechniken vorstellen. Also ich werde verschiedene Formen oder verschiedene Arten des 3D-Scannen präsentieren. Einmal dann quasi so eine Übersicht. Ich werde halt erstmal allgemein ein bisschen was zu dem Thema erzählen. Dann einzelne Scan-Verfahren vorstellen oder Scan-Prozesse. Was genau will man denn mit 3D-Scannen überhaupt bezwecken? Es geht im Groben darum, physikalische Objekte zu digitalisieren. Das ist halt dann letztlich das Objekt, was man gerne am Rechner, also digital haben wollen würde, weil man es dann noch verändern will oder replizieren möchte. Dann wird es eingescannt, man hat es digital am Rechner, kann es entsprechend bearbeiten, verändern, kann damit Tests machen oder es auch einfach verschicken. Also sprich, wenn man irgendwas einscannt und es dann quasi elektronisch hat, dann kann ich es natürlich via Mail relativ schnell an einen anderen Standort schicken, um es halt inspizieren zu lassen. Einsatzzwecke, eben auch in der Industrie für dieses Thema, dass man eben physikalische Objekte dann auf Eigenschaften überprüfen möchte, was auch nicht unbedingt dann am selben Standort stattfindet. Ganz beliebt ist es auch in der Zahntechnik, um tatsächlich den Mundinnenraum virtuell von den betroffenen Patienten einzuscannen, wo dieser Zahn abgebrochen ist oder fehlt, um halt eine Umgebung zu schaffen, die eins zu eins dem Patienten entspricht, um daran wiederum den Zahn zu modulieren und extra passend für seinen Mund quasi anzufertigen. Oder halt auch eher so sagen wir, nicht so produktiven Bereich, sondern eher so im schöneren Bereich ist bei einer klassischen Hochzeit, dass dann quasi auf der Hochzeitstorte der Braut und die Bräutigam quasi die auch wirklich heiraten, oben drauf stehen. Da wird zum Beispiel ganz gerne Fotogrammetrie-Scannen genutzt, da komme ich zum Ende nochmal drauf. Genau, zum Laser 3D-Scan, das ist das erste Verfahren, was ich vorstelle. Das fehleranfälligste Verfahren, meiner Meinung nach. Und es ist auch mit das aufwendigste und auch das eigentlich meiner Meinung nach auch das teuerste Verfahren, weil jeder Scanner braucht quasi für sich eine individuelle Software und das Scannen mit einem Laserscanner ist auch verhältnismäßig sehr fehleranfällig. Es ist allerdings auch zugleich das einzige Verfahren das einzige Verfahren, dem ich zutraue, wirklich eine 1-zu-1-Kopie zu erzeugen. Also mit einem Laserscan kann man auf jeden Fall extrem genau scannen, was bei dem folgenden Scanverfahren nicht möglich wäre. Also das ist tatsächlich das einzige Verfahren, was dann eher für die Industrie interessant ist oder üblich ist. Eigentlich ist es relativ einfach, also die Konstante D ist halt bekannt, die Distanz zwischen dem Laser und der Kamera und auch ein Winkel ist bekannt, also wenn man es grob betrachtet, ist es halt so eine Kombination aus Satz des Pythagoras. Letztlich wird halt durch die, werden halt der unbekannte Winkel und die Kontur des Objektes werden quasi aus dem bereits bestehenden, gegebenen Variablen berechnet. Vor- und Nachteile. Der absolute Vorteil ist wirklich die unübertroffene Präzision. Wir reden da schon so im guten Hundertstel bis auch im Tausendstel Bereich. Ich weiß jetzt nicht genau, wie es bei wirklich hochwertigen professionellen Geräten aussieht mit der Genauigkeit. Da habe ich leider nicht viel gefunden.
Zumal ich da auch lieber so der Typ bin, der nicht unbedingt dann irgendwelche Herstellerangaben nimmt, weil sie ja dann doch irgendwie nochmal wieder deutlich schöner geschrieben sind, als sie in der Realität sind. Genau. Günstig in der Produktion, also sprich, man braucht nicht viel, man braucht im Grunde einfach nur eine Kamera und einen Laser, also einen Linienlaser. Und was allerdings sehr aufwendig ist, ist tatsächlich dann die Software dahinter. Also es ist jetzt ein sehr, also die Software ist sehr hardwareabhängig. Da man kann das nicht, also man kann es sehr schwer verallgemeinern, die Produktion quasi. Genau, und es ist abhängig von den Oberflächen oder von den Objekteigenschaften. Klar, Glas zu scannen mit einem Laser ist dann tatsächlich schon schwierig, weil man hat dann entsprechend Reflexionen oder es wird durch das Objekt geleuchtet. Das wird damit dann tatsächlich schwieriger. Da gibt es da allerdings auch wieder Möglichkeiten, indem man die Objekte dann wiederum beschichtet. Es gibt so Kreidesprays zum Beispiel. Damit kann man so welche Probleme entsprechend beheben. Genau. Ich werde dazu dann auch einen Open Source Laser 3D Scanner vorstellen. Das ist der FabScan. Der ist entwickelt worden von Francis Engelmann in der RWTH Aachen. Das war seine Bachelorarbeit. Das Projekt war eigentlich im Grunde, ja, es war im Grunde war es schon tot und ich habe es dann gefunden und dachte, so, das ist schon eigentlich echt ein sehr geiles Projekt, gerade so für Schüler und Studenten, die nicht gerade viel Geld haben, um halt sich überhaupt mal so mit dieser Technologie zu befassen, zu beschäftigen. Und habe dann ein Projekt an der RWTH Aachen gemacht, wo ich dann das Scannen und Drucken der dritten Dimension vorgestellt habe und den Einsatzzweck in Schulen. Und dafür habe ich ein finanzielles Kontingent bekommen, wo ich dann zwei Workshops für gemacht habe, um tatsächlich eben dieses Projekt bekannter zu machen, Entwickler zu sammeln, damit man diese Software halt entsprechend auch festigt, weil das ist tatsächlich das größte Manko bei dem FabScan, die Software. Genau, also das ist halt die Funktionsweise beim FabScan selber, wie ich es quasi vorher auch schon erklärt hatte im Groben. Beim FabScan gibt es noch ein paar Eigenschaften, dass quasi hinten die Rückwand nochmal eine wichtige Rolle einnimmt in der Bestimmung wichtiger Umgebungsvariablen. Genau. Also man sieht im Grunde, die Kamera zeichnet quasi das Objekt frontal auf und der Linienlaser, der ermöglicht es quasi die Kontur des Objektes, also die reine Oberfläche darzustellen. Und während sich das Objekt dreht und es hat dann irgendwie eine andere Oberfläche, dann verändert sich natürlich auch diese Kontur und aus dieser Information kann man tatsächlich dann eine Point Cloud berechnen, also sprich, das ist ein Koordinatensystem mit Punkten oder mit Koordinaten drin. Und dann wird halt entsprechend zwischen diesen Punkten interpoliert, das wäre quasi hier. Also das Erste, was halt beim FabScan jetzt zum Beispiel gemacht wird, ist tatsächlich, es werden ganz viele Koordinaten in einem Koordinatensystem geschrieben, die Oberfläche des Objektes beschreiben. Das sieht dann entsprechend bei dem Ersten, bei der Point Cloud. Das ist tatsächlich auch ein Scan-Ergebnis, was aus dem FabScan kommt. Dann wird zwischen diesen Punkten interpoliert, also es werden Polygone gebildet. Und somit habe ich dann die Oberfläche des Objektes. Das kann ich allerdings dann auch noch nicht zum Drucken nutzen oder zum wirklichen guten Weiterverarbeiten. Dann muss ich dann ein Solid Mesh draus machen. Also sprich, ich muss noch ein Volumen reinbringen. Und genau. Ja, was eine Point Cloud ist, das habe ich hier nochmal aufgeführt. Also im Grunde sind es halt Koordinaten, die in einem Raum definiert sind und genau eine Position beschreiben. Das Surface Mesh ebenfalls, das ist genau, das ist einfach, das sind diese, man hat dieses Koordinatensystem und dann wird halt entsprechend dazwischen interpoliert. Das ist ein ganz typisches Resultat für CAD-Software. Also die meisten Exponate aus
CAD-Software sind dann entsprechend Polygonobjekte. Und in dem Fall ein Full Mesh ist STL, Standard Triangulation Language. Das ist quasi im Grunde ist es nur noch ein beschriebenes Koordinatensystem, wo halt Polygone drinne in einem Koordinatensystem definiert sind. Genau, Infrarot-Tiefen werden wir scannen, auch bekannt als Prime Sense Sensor Scan. Das wäre dann zum Beispiel die Kinect arbeitet so. Das ist ein Sensor, der von einer israelischen Firma entwickelt wurde, die von Microsoft aufgekauft wurde, woraufhin dann die Kinect entstanden ist. Genau, also die Kinect selber hatte eigentlich einen anderen Hintergrund, als anstatt einen 3D-Scanner darzustellen, sondern es ging eher darum, Gestenerkennung zu erzeugen. Genau, im Grunde ist es halt einfach ein Bildsensor, der ein kodiertes Infrarotlicht auffängt. Und zwar hat die Kinect in dem Fall eine eigene Infrarotquelle, also die gibt quasi ein kodiertes Licht aus, was von Oberflächen reflektiert wird, und anhand der Kodierung weiß quasi die Kinect, zu welchem Zeitraum habe ich dieses Licht losgeschickt und kann somit Tiefen bestimmen. Genau, das ist eins meiner lieberen Verfahren. So. Ein großer Vorteil ist die Einsetzbarkeit in absoluter Dunkelheit. Also man braucht keine Lichtquellen, sondern die Kinect selber stellt quasi die Lichtquelle. Es bietet direkt eine flächendeckende Aufnahme. Also beim Laserscan hat man gesehen, es ist tatsächlich nur die Kontur des Lasers, die wahrgenommen wird. Und beim Kinect-Scan wird tatsächlich eine ganze Fläche berieselt, die man direkt als Information kriegt. Das ist auf jeden Fall schon mal deutlich, also hardware-technisch deutlich informativer. Genau, ein großer Nachteil ist tatsächlich, man braucht verdammt viel Rechenleistung. Also ich habe meinen Desktop-Rechner und auch meinen Laptop da, das habe ich damit nicht vernünftig, also nicht schön zum Laufen gekriegt. So, man braucht wirklich viel Rechenleistung, also da rede ich schon eher vom i7 und dann mit einer vernünftigen Gaming-Grafikkarte. Und selbst da ist es dann auch noch sehr moderat. Genau. Kinect als 3D-Scanner ist halt eine günstige Alternative zu den TOF-Kameras oder TOF-Kameras. Diese TOF-Kameras machen genau das, dass die halt eben kodiertes Licht aussenden und anhand der Reflexion das wahrnehmen. Gebrauch kriegt man die Kinect für 40 Euro. Genau, von daher ist es halt auch gerade so fürs Testen oder zum Rumprobieren ist es auf jeden Fall eine sehr gute Alternative, um sich überhaupt mit dem Thema auch mal auseinanderzusetzen. Genau, also die Kinect, wie gesagt, ursprünglich entwickelt für Gestensteuerung. Genau, man muss zuvor noch was machen. Wie man Microsoft da kennt, wird alles irgendwie proprietär behandelt. Genau, also man muss die Kinect erstmal sozusagen hacken. Und zwar hat die Microsoft da natürlich einen eigenen USB-Anschluss entwickelt. Das ist halt kein Standard-USB-Anschluss. Somit musste ich mir halt irgendwie überlegen, was mache ich da jetzt? Und musste mir das halt mal analysieren, habe es dann quasi an ein Oszilloskop gehängt und mal geguckt, was kommt da rein, mit einem Spannungsmessgerät mal geguckt, was lief wo an. Und da haben wir entsprechend einen Adapter gebaut. Sieht es auch so aus, ich habe mir quasi einfach die Kabel, ich habe es abgeschnitten und habe mir dann Drähte zurechtgelötet. An die entsprechenden Kabel für USB habe ich dann den normalen USB-Port angelötet und dann halt die 12 Volt wieder extra rausgeführt. Es gibt auch eine andere Alternative, wenn man nicht so auf Basteln steht. Man kann 10 Euro für einen Adapter investieren. Habe ich nicht eingesehen. Ja. Genau, den bietet Microsoft auch direkt an. Das kann man quasi kaufen. Somit hat man die Möglichkeit, tatsächlich dann auch die Kinect am Rechner zu betreiben.
Ansonsten hat man die Möglichkeit, die für den eigentlichen Verwendungszweck am an der Xbox zu betreiben. Genau, Software. Da gibt es relativ viel auch, also ein relativ gut ausgebautes Open Source, eine Open Source Treiber dafür. Das ist quasi das Open Kinect oder FreeNect. Dann gibt es, also es gibt es auch für Windows und auch für OS X. Genau, und dann gibt es halt noch ein paar proprietäre Software, die halt quasi so weit geht, dass man damit bereits 3D scannen kann. Also sprich, man startet nur noch diese Software, sagt, hier habe ich meine Kinect und dann kann man damit quasi Räumlichkeiten scannen. Die fangen dann so ab 100 Euro an und gehen dann hoch. Allerdings ist der Markt da auch noch sehr rar. Also wie man sieht, das ist so eigentlich so das, was an Software dabei rauskommt. Viel mehr ist da nicht, mit dem man wirklich was anfangen kann. Genau. Das dritte Verfahren ist Fotogrammetrie. Das ist im Grunde einfach, dazu braucht man eine ganz normale Kamera, also Spiegelreflexkamera natürlich am besten, also wo man halt möglichst viele Pixel auch hat, also eine relativ hohe Auflösung. Und es geht einfach darum, wenn ich jetzt ein Objekt habe, dann fotografiere ich dieses Objekt von allen Seiten und kann daraus relative Raumkoordinaten bestimmen. Ja. Genau. Großer Vorteil ist hier auch, dass die, also es ist ein direktes Verfahren, was mit Textur scannt. Das ist beim Infrarot-Tiefenwärmescannen nicht unbedingt gegeben. Genau, man kann Echtzeit-3D-Aufnahmen machen, also sprich, wenn man jetzt einen Raum hat mit ganz vielen Kameras und entsprechend Rechenleistung dahinter, dann kann man quasi alles, was sich innerhalb dieses Raums bewegt, kann man direkt virtuell abbilden. Ist auch ein Verfahren, was tatsächlich in der Filmindustrie eingesetzt wird. Hat sicherlich schon mal jemand gesehen, irgendwelche Menschen, die in schwarzen Anzügen rumlaufen mit weißen Punkten drauf. Genau. Ein ganz, ganz großer Nachteil ist, es ist extrem rechenintensiv. Also ich habe mit diesem Verfahren, mit diesem Fotogrammetrieverfahren, habe ich ein Projekt gehabt und ich habe quasi die Informationen für, also die erzeugten Bilder, habe ich jedes Mal in ein Rechenzentrum geschickt, um es ausrechnen zu lassen, weil es halt auf dem lokalen Rechner einiges an Stunden in Anspruch nehmen würde. Das, was eben erwähnt wurde, das ist mit diesen schwarzen Punkten, weißen Punkten, mit den weißen Kügelchen, das ist für Ego-Shooter, für 3D-Spieler, oder? Ja, es wird in der Filmindustrie, also es kommt ursprünglich aus der Filmindustrie, es wird da eingesetzt. Ich glaube aber, ich kenne mich im Gaming-Bereich, also so Computerspiele, kenne ich mich gar nicht aus. Es kann sein, dass es da auch eingesetzt wird. Ich dachte noch früher in den Sportwissenschaften, um die Abläufe. Ja, genau. Ja. Ja. Und das ist auch genau der Verknüpfungspunkt zur Spielebranche. Man hat halt, um die Spielegrafik zu optimieren, halt Menschen abgefilmt mit diesen Kügelchen und diese Bewegungsprofile wiederum in die Spiele einbauen. Ja, vor allem die Physik-Engine. Dann. Genau. Ja. Siehst du, dass der Spieler das anziehen würde, oder das machen die Entwicklungsstudios, die haben das mal in Auftrag gegeben? Genau, dass das wirklich, weil das natürlich dann natürlich, wenn man Mensch da durchlaufen lässt, wirkt es natürlich letztendlich dann im Spiel natürlicher, wenn die Bewegungsabläufe von Menschen praktisch kopiert werden, als wenn man das errechnet. So ja. Genau, man es halt nicht errechnet. Ja, genau. Aber das ist wirklich real, wirklich virtuelle Realität VR ist. Ja, genau. So, ich mach mal weiter. So, genau. Es ist ein, übrigens, es ist auch eigentlich meiner Meinung nach mit das flexibelste Verfahren, weil es halt auch eben so einfach ist. Also man braucht, wie gesagt, nur einfach eine Kamera und man kann halt im Grunde irgendwo sein und sagen so, ja, ich habe jetzt gerade auch Bock auf 3D-Scannen und da steht jetzt ein cooler Baum und den möchte ich jetzt mal einscannen, dann mache ich halt einen Haufen Fotos davon und schicke diese Daten später dann, wenn ich wieder Internetzugang habe, ins Rechenzentrum. Und es bietet auch die Möglichkeit quasi oberflächlich zu scannen oder räumlich, also sprich, dass man, wenn man im Raum steht, dass man seine Umgebung einscannt oder halt eben entsprechend umgekehrt, dass man ein Objekt an sich umkreist und entsprechend somit einscannt.
Nochmal eine Frage, ja. Nur ganz kurz. Die Oberfläche, Textur ist vorhanden oder muss die vorhanden sein? Bei einer glatten, glatten Oberfläche ist das doch sehr schlecht. Für die Weiterverarbeitung. Auch da, ja, also auch da ist tatsächlich ein Glas ein Problem. Aber auch ein glattes, blankes zum Beispiel. Nee, das ist gar kein Problem. Nee, nee. Also Sachen, die reflektieren oder glatt sind, das ist überhaupt gar kein Problem. Weil letztlich ist es einfach ein Foto, also man kann sich das vorstellen, es wird ein Foto gemacht, dann wird dieses Objekt um 50% gedreht und es wird noch ein Foto gemacht, sodass halt 50% des vom ursprünglichen Foto auf dem nächsten drauf sind, dann werden halt einfach Bildpunkte gematcht und aus den zwei Bildern kriegt man dann 2,5D raus und wenn man entsprechend 360 Grad hat, dann kriegt man die relativen Raumkoordinaten und somit die dritte Dimension raus. Ich glaube, das Hauptproblem ist, wenn der Kontrast in der Nähe von Leute ist. Das kann man einfach nicht mehr machen. Also wenn man eine rote Kugel vor rotem Untergrund hat, ja. Die Farben stimmen zufällig nicht überein, dann kann man mit keinem fotografischen Verfahren mehr was vernünftig rausziehen. Genau, also dann ist eher da das Infrarot-Tiefenwärmescannen interessant, weil das halt nicht auf Farben eingeht. Mit Infrarot-Tiefenwärmescannen kann man, glaube ich, auch Glas scannen, weil Infrarot geht, glaube ich, nicht durch handelsübliches Glas, oder? Da bin ich mir jetzt gerade nicht ganz sicher. Ja. Du brauchst eine Germanienbinde, ne? Nochmal? Du brauchst eine Germanienbinde oder was Vergleichbares. Und Wärmebildkameras, die auf Infrarot-Basis ja. arbeiten, haben ja zum Beispiel Germanienbinden. Mhm. Ja. Das kann sein. Also wie gesagt, das ist mit Lars habe ich mich da noch nicht so beschäftigt. Hier vorne war gerade noch eine Frage. Ja, ich habe eine Frage, wie ist das denn mit konkaven Flächen? Also wo enden da diese Verfahren? Du hast jetzt drei Verfahren vorgestellt. Bei dem, jetzt zum Beispiel ist ein Auto, kann ich den Innenraum mitscannen oder wo enden diese Verfahren? Wann komme ich da rein sozusagen? Ja. Das ist in der dritten Dimension ein großes, großes Problem tatsächlich. Also wenn ich jetzt zum Beispiel meinen Kopf einscanne, dann wird es tatsächlich relativ schwierig, mein Ohrinnenleben irgendwie einzuscannen. Bei einem Auto ist es noch unproblematisch. Da kann man quasi mit der Kinect einfach reingehen oder halt mit einer Fotokamera. Wobei Fotokamera wird nicht funktionieren, also Fotogrammetrie wird nicht funktionieren, aber mit einem entsprechenden Laserscanner wäre das auch möglich, dass man quasi dann in Objekte reingeht, also solange man die Möglichkeit hat, in Objekte reinzugehen, dass man halt auch das Innenleben entsprechend scannen kann. Mit der Kinect zum Beispiel habe ich auch meine Wohnung mal digitalisiert und das funktioniert gut. Also man kann wunderbar in Objekte rumgehen, genau, aber es ist halt auch nur bedingt, also man kriegt halt nur bis zu einem gewissen Grad die Tiefe hin. Wenn man halt Löcher hat, dann kriegt man halt die Informationen sehr schwierig raus, wie tief sind diese Löcher, wie sieht die Oberfläche dieser Löcher dahinter aus. Das ist allgemein ein großes Problem in egal welchen Scan-Verfahren. Ja, mit den ersten Verfahren, wie ist das da? Also mit den Lasers ist genau das Gleiche. Weil das Problem ist, wenn der Laser nicht da reinkommt, oder die Beleuchtung halt nicht stimmt, dann... Aber ich kriege damit konkave Flächen hin. Das sollte nicht gegen sprechen. Ja. Ja, genau. Ja. Ja. Genau, also Software für Fotogrammetrie, das ist schon mal deutlich teurer, weil es auch extrem rechenintensiv ist, also es muss halt auch eine gewisse Qualität an Software sein, die dann da halbwegs optimal arbeitet. Bekannt ist da zum Beispiel Agisoft Photoscan, das ist ein russisches Fabrikat, genau, und auch es gibt ein sehr, sehr gutes Open Source Tool, das ist quasi, das sind die Python Libraries oder halt eine Python Toolbox. Genau, damit arbeite ich sehr gerne. Damit kann man das vor allem, wenn man da irgendwie auf der Konsole was machen will, also sprich, wenn man ein Verfahren hat, wo man dann nicht mit Grafik arbeiten will, sondern also mit Grafik, sondern wirklich das System möglichst minimalistisch haben will, um halt maximale Ressourcennutzung zu erzeugen, da ist dann tatsächlich sowas interessant. Ja.
Das ist auch tatsächlich, da gibt es was, das kann man natürlich auch für Mobilgeräte, also fürs iPad entsprechend nutzen oder fürs Handy. Ja. Was ist denn der Output bei der Python Photogrammetry Tool aus? Welcher Dateityp kommt da raus? Da kommen, also im Grunde kommen da auch Polymer-Objekte raus. Wie vorhin erwähnt, STL-Files dann. Achso, genau. Ja, also Polygonen, also räumlich definierte Objekte. Das ist halt Polygone. STL-Laser lesen. Nochmal? Ein Programm, was STL importieren kann. Genau, ja. Also jedes CAD-Programm kann diese Files lesen. DXF kommt da, glaube ich, auch. OBJ-Dateien, sowas, also Objektdateien. Genau. Genau. Fragen? Ja. Da wurde eben schon angesprochen, die Unterscheidung von konkaven und konvexen Oberflächen. Es gibt auch diese Vexierbilder, praktisch Relief eines menschlichen Antlitzes. Wenn das gedreht wird, man kann gar nicht entscheiden, ob das konvex oder konkav ist, ob es sich einem entgegengewölbt oder so. Da wäre doch vielleicht eine Möglichkeit, dass man die verschiedenen Verfahren miteinander kombiniert. Ne? Integrierende Software einspeist und das wieder das Beste daraus macht. Ja, also ich beschäftige mich mit 3D-Scan-Verfahren schon relativ lange, seit 2012. Und da ist so gerade auch im Maker-Bereich oder auch in der Open-Source-Szene leider noch sehr, sehr, es ist sehr, sehr rar gestreut. Also es ist nicht so weit verbreitet wie 3D-Drucken. Wobei sich jetzt in letzter Zeit da auch viel tut, weil 3D-Druck halt schon weit fortgeschritten ist und die Leute dann doch schon auf die Idee kommen, so, das Gegenteil wäre ja auch irgendwie ganz nett. Genau, also da tut sich im Moment einiges, also auch im Softwarebereich wächst da viel, es wird viel optimiert und ich denke, es wird auch nicht lange dauern, bis tatsächlich angefangen wird, diese Verfahren zu kombinieren, um halt entsprechend die einzelnen Mankos, diese einzelnen Verfahren somit zu kompensieren. Genau. Ja? Der nächste Schritt, der klingt noch viel mehr, $1,000. Diese monolithischen Objekte, die dabei rauskommen, die dann inhaltlich zu zerlegen. Also zum Beispiel zu sagen, da ist ein Mensch vor einem Pult und daneben ist ein Tisch. Ja. Da müsste man dann tatsächlich zum Beispiel anfangen, auch, also wenn man die Objekte an sich auch nochmal. Also wenn man es tatsächlich so weit treiben will, dass man dann anfängt, die Objekte in die Strukturen zu zerlegen, um halt wirklich auch Materialdichte und sowas an Informationen rauszuholen, dann wird halt relativ schnell angefangen, mit Strahlung zu arbeiten, also Röntgen und sowas, genau. Ich weiß nicht, ob sowas da mit reinkommt, weil, also das, klar, würde es sicherlich geben, aber das dann wirklich nur so im Enterprise-Bereich, im Business-Bereich, also so, genau. Das. Gibt es weitere Fragen? Ja. Ja, vielleicht mehr eine Anmerkung zum Infrarot. Ich meine, es geht ziemlich gut durchs Glas. Es gibt so eine kleine Obelisten-Szene, die im Prinzip billige Kameras nehmen, die für sichtbares Licht blockieren und dann Infrarot fotografieren. Okay. Mit billigen Kameras umso besser gehen, weil sie nicht so viel filtern. Ich habe mal das mit einer EOS 350 getestet. Also nicht, da habe ich nichts weggefiltert, aber ich habe mal eine Fernbedienung angestrahlt und man sieht es violett. Okay, ja. Okay, das kann sein, genau. Es könnte natürlich auch sein, dass es eventuell ein spezielleres Glas dann ist, ne? Das, also um. Oder? Also. Ja, ja, genau. Also beim Infrarot-Scannen hat man natürlich auch dann das Problem, wenn man jetzt irgendwie in der prallen Sonne scannen will, dann wird es nicht funktionieren, da die Sonne an sich halt eine extrem hohe Infrarotquelle ist und somit natürlich das Bild quasi überlichtet. Dann, ja, genau. Also, ja, okay. Ja. Einen kleinen Scanner, den du auch unten stehen hast in der Ausstellung. Ich habe es akustisch. Zu deinem Scanner, der auch unten steht, ja, in der Ausstellung. Die Laser, die roten Laser, die da verwendet werden, sind die schon im Bereich der Gefährlichkeit fürs Auge, wenn man dann. Nee, das ist.
Das, nee. Also es ist, der Laser da ist auch unter 5 Milliwatt, ich glaube 2 oder 3 Milliwatt. Man braucht da ja auch keine Leistung, sondern es geht tatsächlich nur um diesen möglichst dünnen Strich auf ein Objekt zu erzeugen, um halt daraus entsprechend die Rauminformationen ziehen zu können. Bei diesem Laserscan-Verfahren bei der Abbildung war vorne vor der Kamera nochmal irgendwie so eine Scheibe aufgeführt. Ist das irgendwie was Besonderes, was da benötigt wird? Nee, das ist quasi, das soll das Bild quasi darstellen. Also sprich, es wird nicht quasi das vollständige Bild, was die Kamera erzeugen kann, genommen, sondern es wird nur ein bestimmter Bereich rausgenommen, wo das Objekt letztlich steht. Ja, genau. Ja. Okay. Ach, da hinten. Ja. Mir fällt noch was zum Thema Software ein. Ich weiß nicht genau, wie alt die Folien sind. Ich könnte mir vorstellen, dass Blender 2.7 auch da Unterstützung liefert. Also wenn man die Entstehung von Tears of Steel verfolgt hat. Und, die haben ja auch dieses Verfahren angewandt, wenn ich mich erinnere, okay. Spiele einzuscannen. Ja, bei Blender. Das habe ich dafür tatsächlich noch nicht eingesetzt. Also ich weiß, dass Blender im Bereich Fotogrammetrie auch was machen kann. Bei anderen Verfahren bin ich mir da nicht so sicher. Also Fotogrammetrie denke ich schon. Das sollte eigentlich nicht so das Problem sein. Ich hatte es jetzt tatsächlich nicht aufgelistet. Ist mir da zu dem Zeitpunkt eher entfallen, weil mit Blender, da habe ich nicht so viel mit im Hut. Dann, ja. Weil es tatsächlich mehr aus dem Spielebereich oder aus dem Movie-Bereich kommt da, was dann nicht zwingend Präzision anstrebt. So, genau. Ja? Frage zur Verbindung der Synthese von solchen Modellen. Gestern hatten wir ja die 3D-Druckverfahren, ja, zum Thema. Vor etlichen Jahren war mal ganz große Mode die Erstellung von flüchtigen 3D-Modellen, nämlich Hologrammen. Was ist daraus eigentlich geworden? Beschäftige ich mich tatsächlich auch mit. Ich habe einen Bereich, den ich da wo ich mal ein bisschen rumprobiert hatte, ist quasi der POV-Effekt, Persistence of View. Da geht es quasi darum, Objekte so schnell zu beschleunigen und vor allem auch Photonen so schnell zu beschleunigen, also Licht, dass das menschliche Auge quasi das Licht noch sieht, aber es ist in der Realität schon gar nicht mehr da. Ja, und da habe ich auch ein Gerät für gebaut, das quasi, da sind drei LEDs dran, das ist RGB, also die Grundfarben. Und das Gerät wird quasi so schnell beschleunigt, dass man es dann nicht mehr sieht. Und nur noch quasi das Licht, also die einzelnen Lichtpunkte werden halt, also die LEDs werden angeschaltet zu diesen, also zu den Punkten, wo halt dann Licht sein soll. Und man kann auch dann Farben mischen, indem man halt das so schnell dreht, dass halt Überschneidungen kommen und Farbpunkte quasi übereinander liegen. Ne, da wird also Persistence of View zielt daraus auf, quasi die Trägheit des menschlichen Auges auszunutzen. Ja, genau. Ja. Wie lange dauert es im Scan-Vorgang, also in den verschiedenen Verfahren? Das ist sehr schwer zu sagen, weil das kann man nicht wirklich sagen. Also man sitzt jetzt keine Woche dran oder also auch nicht unbedingt einen ganzen Tag, wobei das halt auch wiederum abhängig ist, was man scannen will. Also wenn ich jetzt einen Becher einscannen will, ich mache das jetzt mit zum Beispiel mit dem FabScan, dann dauert der FabScan halt 20 Minuten, weil die Software da halt so crappy ist tatsächlich. Also die Software ist stark überarbeitungsbedürftig und dasselbe betrifft auch quasi Infrarot-Scannen, das dauert da vielleicht dann auch irgendwie eine Minute oder so, weil man muss ja letztlich nur einmal ums Objekt rumgehen. War so ein Bild von einer Frau in der Tastatur bei der Kinder? Wie lange wird das gedauert? Das war quasi die erste Aufnahme. Also sprich, das ist das, was quasi in der ersten Sekunde reinkommt an Informationen. Also das heißt, das Objekt, was gescannt wird, wurde in einem Bruchteil erfasst in der Sekunde? Genau, ja, also das ist dieses flächendeckende Scannen. Ja, also das Rendern dieser Informationen dauert lange. Und vor allem bei der Kinect ist es so, dass quasi, es wird die erste Fläche
gescannt und dann wird, kann man sich mit der Kinect quasi bewegen und anhand der bereits gescannten Fläche wird die eigene Position quasi neu rückberechnet. Ne, damit, weil man muss quasi immer, man muss ja immer seinen Referenzpunkt haben, um irgendwie eine Fläche, also um mehrere Flächen aneinander in Übergang scannen zu können. Genau. Ja. Ja. Genau, dann sind wir soweit durch. Genau.